So, Hallöchen. Am frühen Morgen, am Mittwoch. Heute steht Beintraining Numero Uno auf dem Plan, also Leg One in meinem Trainingsbuch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Übungen, wenn wir machen. Ich arbeite natürlich wieder gegen mein Buch. Mein Gewicht ist von 140 gedroppt auf 137,5. Ich hatte Probleme, dass mein Körper das ganze Wasser gespeichert hat, obwohl ich schon Low Carb gegessen habe und Cardio gemacht habe. Jetzt wird mein Cardio noch angezogen auf 45 Minuten. Ich mache 50. Ich mache immer ein bisschen mehr, wer mich mittlerweile kennt. Meine Verdauung, also heute der dritte Tag, wo ich mit Basenpulver arbeite und Gut Pro, Enzyme weg. Also die Produkte, die gut sind. Akazienfaser bzw. Fiber Plus. Mein Fiber Plus ist leer, deswegen habe ich Akazienfaser jetzt genug, dass ich noch zu Hause rumliegen. Süßstoffe lasse ich alle weg. Das heißt, alle, die YouTube riechen können, die können durchatmen, die riechen nichts von mir. Ich mache seit mehreren Wochen oder Monaten jetzt schon immer als erste Übung den Adduktor. Der macht nämlich ziemlich viel vom Bein aus. In den hinteren Posen und in den vorderen Posen. Den kann man halt natürlich noch treffen, indem man die Beine anders stellt. In der Beinpresse kann ich nachher mal zeigen. Aber es ist halt immer ganz geil, mal einen guten Pump hier reinzukriegen. Wenn du dann beim Beuger sitzt und den aufwärmst, dann merkst du richtig, wie der Adduktor voll ist. Wenn du dann zur Leg Extension gehst, kannst du kaum sitzen, weil der Beuger und Adduktor so full ist, dass du schon Schmerzen hast. Ja. Heutiges Intra-Workout übrigens gesponsert von EAAs, HPN, Kreatin, 1 Gramm Salz und anstatt Cluster. Weil ich glaube, dass das Cluster von diesen anderen Marken so ein bisschen schuld ist, dass mein Magen so ein bisschen durchdreht, habe ich hier einfach einen geheimen Saft genommen, den ich euch nicht verrate. Einfach Zucker. Cola einfach durchgeschüttet ohne Kohlensäure, nein. Das würde aber auch gehen. Früher hat man ja auch Apfelsaft gesoffen im Intra. Worauf ich hier achte, noch mal ganz kurz. Ich stelle die Hacken relativ weit nach vorne. Am geilsten wäre ein Gerät, wo du die Füße so halten kannst. Gibt es leider nicht, aber durch meine langen Stelzen passt das auch so. Und dass ich halt immer, wenn ich zusammengehe, auch wenn es mich auseinanderreißt, immer dagegen drücke, damit ich die Negative komplett ausnutzen kann. Später werde ich natürlich ein bisschen ballern, aber es halt immer auf Dauerspannung ist. Und auch komplett in die Dehnung raus und nicht nur diese kurze Bewegung. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es 15. Wenn. Ich habe auch 15 auf mir, egal wie viel das waren. Wird übrigens schon angesprochen von den Mitgliedern hier, dass ich die Geräte nicht sauber mache nach der Benutzung. Könnt ihr gar nicht wissen. Vielleicht schneiden wir das raus, wenn ich zur nächsten Übung gehe und da vorne mein Lappen liegen und säuber alles. Also nicht urteilen. Da wird auch nur in Deutschland drauf geachtet. Das ist mega lustig. Gut, den dritten und vierten machen wir jetzt ein bisschen mehr Wiederholung. Dann gehen wir auf, jetzt mal bei 77, 15 Mal. Machen wir 84 und versuchen 15. Ich muss jetzt dieses Jahr, beziehungsweise diese Offseason versuchen, meinen Oberkörper mehr nach vorn zu kriegen. Ich habe leider noch keinen neuen Split, weil
mein Coach ist das dritte Mal kurz vor Wettkampf wieder krank ist. Mega krass, da Magen-Darm und sowas. Und jetzt mache ich gerade einfach das alte Training. Habe auch überlegt, einfach so ein, da habe ich mit Tobi drüber geredet, aus Hamburg. Vielen lieben Dank nochmal auch für den Kontakt und für die netten Gespräche mit ihm. So ein Push-Pull, Beine, Arme zu machen. Und es ist von der Frequenz halt nicht so, dass ich dann öfter die Muskelgruppe trainiere, sondern tatsächlich noch mehr Pause habe. Gab es auch ein cooles Video jetzt, eine Diskussion mit Alex, Justin und dem dritten Herrn, habe ich leider vergessen, wie sein Name ist, aber auch eine, scheinbar jemand, der gut Ahnung hat von den ganzen Trainingssystemen, von der Lehre, von der Vorbereitung her und sowas. Sieht aus wie Alex, sein Zwillingsbruder. Nur, dass Alex weniger Haare auf dem Schädel hat, so wie ich und mein Kameramann. Versuchen wir irgendwo bei zwischen 12 und 15 zu landen. Das Buch sagt 77 12 mal, 77 10 mal, 77 7 mal und dann Drop. Wobei ich habe die letztes Mal echt ordentlich gemacht, ohne Schwung, deswegen war sonst so wenig. Sonst immer Full Stack, 15 mal wegkloppen, nach vorne gebeugt. Aber versuchen wir heute auch so ordentlich zu machen. Worauf ich mich hier konzentriere, was mir ganz viel gebracht hat, ist, dass ich mir die Hacken nach hinten ziehe, nach unten ziehe. Also nicht denke, ich muss das Gewicht runter drücken, hört sich jetzt komisch an, sondern mit den Hacken runterziehen. Wenn ich mich darauf konzentriere, habe ich unten in der Peak-Konzentration, also Konzentration, ja, hören im Training und reden, ne? In der Peak-Anspannung, also im Anspannungshöhepunkt, eine Kontraktion, das Wort habe ich gesucht, eine Peak Contraction, so eine gute Spannung, so ein gutes Gefühl. Wenn ich dann die Negative langsam zurückziehen lasse, habe ich halt das Maximale rausgeholt aus der Übung. Das Geile nach unten ziehen, die Kontraktion und dann das Negative nach oben schön langsam. Deswegen waren das auch letztes nur 77 Kilo. Vorher habe ich mich immer so nach vorne gebeugt, aufgrund meiner Bandscheibe unten. Ich versuche mich aber jetzt richtig ins Polster reinzudrücken und auch nicht so ein heftiges Hohlkreuz zu machen, weil sonst der Wirbel immer nach vorne gedrückt wird. Muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man da vorbelastet ist wie ich. Ich habe sonst keine Verletzung, Gott sei Dank, außer dem Wirbel. Fuckt halt schon ab. Auch hier wieder beim Aufwärmen nicht all in. Aber wenn ich Cardio mache, wurde ich schon öfter mal gefragt, so, zählst du ja noch die Schritte oder machst du das mit deinen Hunden morgens? Das ist nämlich kein Cardio. Cardio ist, meinen Puls hochzukriegen. Auch wenn ich immer einen relativ niedrigen Puls habe, versuche ihn halt ein bisschen hochzupeitschen, zu schwitzen und nicht so ein bisschen rumgehen und das als Cardio zählen. Das könnt ihr zusätzlich machen, das ist ganz nice, aber mir auch nicht. Es sei denn, ihr geht das ganze Jahr über, jeden Tag eine Stunde mit den Hunden raus. Da könnt ihr das gar nicht mehr dazu zählen, weil das euer normaler Grundumsatz ist, der dazu gezählt wird. Ist auch immer cool, die Leute, die gehen eine Stunde spazieren in der Offseason. Dann sagt der Coach denen, ja, eine halbe Stunde Cardio. Und die halbe Stunde nehmen die dann vom Spazieren morgens, ziehen dann mit rein, dass sie da spazieren waren, obwohl die das ganze Jahr über das selber machen. Das geht natürlich nicht. Thank you.
Aua. Ja, müssen 12 ordentliche gewesen sein. 13, 14 auch noch und der 15. geballert. Sicher nachher im Video, ob ich mich verzählt habe oder nicht. Also jetzt nicht auf ihn bezogen, sondern allgemein. Leute, wenn ihr 1,80 Meter seid und 80 Kilo wiegt, dann braucht ihr keinen einarmigen Latzug. Iliac Pulldown. Krieg ich mal zu viel, Alter. Es sei denn, ihr wiegt 80 Kilo und seid 1,50 Meter groß, wie Sean Clarida. Da könnt ihr das machen. Sieht man auch so gefleckt aus, wie eine scheiß Farbe. Sieht man das ja, ne? Ja. Als ob ich krank wäre. Mir gucken mal die Leute, wenn ich bei der Post bin oder an der Kasse bin und bezahle, hört man mich ja, ne? Auf die Hände, weil die so fleckig hier sind und so hier so einen Strich hier hab. Sie gucken mich immer dann so an, dann sag ich immer, ich bin nicht dreckig, sag ich, das ist Farbe. Da müssen die mal lachen. Weil die nicht mich gedacht haben, dass es irgendwie Dreck ist, also Dreck ist oder sonst irgendwas. Sieht man immer direkt am Gesicht, an der Mimik von denen. Das ist auch ein Frühstück, was ich haben möchte. McDonalds Frühstück. Das will ich auch haben. Da werde ich auch noch provoziert und das wird auch noch geschickt. Und gesagt, schau mal, was ich frühstücke. So einem Leid bin ich ausgesetzt. Zwei Sachen. Ich liebe es, den Strecker zu ballern. Also vorher auch so mit Full Stack einbeinig. Irgendwann kommen aber die Knieschmerzen und die kommen. Versucht immer das Gewicht zu kontrollieren. Langsam zu erhöhen, dass ihr immer ohne Schmerzen arbeitet. Wenn ihr einmal einen Schmerz habt, versucht lieber einmal zurückzurudern, anstatt durchzupushen, weil wenn die Knie gebumst sind vom Schmerz, dann war's das. Glaubt mir, hatte ich einmal gehabt, so eine Schmerzen hier im inneren Bereich, weiß nicht, wie man das nennt, Patella oder sonst irgendein Scheiß. Da hatte ich richtig mit zu tun. Vor allem, weil ich auch noch so kacke gebeugt habe und ich die Knieflexion nicht beachtet habe. Ich natürlich vorher auch nicht so gut Beuger trainiert habe. Und dann kamen die Probleme, dass dann der hintere Bereich der Beine zu schwach war. Und die Wade normalerweise super für die Patella. Nicht nur Waden heben, sondern eine Maschine zu haben, ich weiß nicht, wie die heißt, zum Wegdrücken, zum Hochziehen und zum Wegdrücken für die Waden. Und zum Beispiel die Patellasehne kann man, hatte Dwayne mal drüber gesprochen, wenn er zum Beispiel eine Wall-Sit macht, in einem bestimmten Gradwinkel, dass man die da so zwei, drei Sätze am Tag oder jeden zweiten Tag, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, belastet. Sowas habe ich ähnlich gemacht, nur hier im Strecker habe ich dann mit einem moderaten Gewicht nicht durchgestreckt gehabt, also eine Anspannung, auch nicht eine Dehnung,
von so einer 45-Grad-Position gehalten, sodass die Patella so ein bisschen unter Belastung ist. Denn hier ist es nämlich andersrum. Nicht oben wird sie belastet, sondern eher in dem unteren Bereich. Wenn ich mich nicht irre. Nagelt mich da nicht fest. Aber in dieser 45-Grad-Position konnte ich sie ganz gut dehnen bzw. aufwärmen und dann wurde das immer besser. Versuche nicht mit Kniebandagen so einen Scheiß dagegen zu arbeiten, weil endet meistens nicht gut. Anfangs ist das Gefühl immer, da geht nichts mehr. Schon nach so 6-7 Stück. Wenn du da irgendwie dem Schädel da rüber hinwegkommst, dass da noch was gehen muss, dann ist es ganz geil. Ich hasse auch immer Beintraining, das Gefühl davor. Wenn ich da mittendrin bin oder dann durch bin, ist es immer geil. Gibt nichts Geileres. Aber das Coole ist, in meinem Kopf so ein psychologischer Trick, ist jetzt die dritte Übung. Das heißt, die Hälfte habe ich geschafft. Das Beschissenste ist, die nächsten drei werden noch viel schwerer. Das Gerät selber wiegt, also nur der Schlitten, 60 Kilo. Das heißt, an Zusatzgewicht kommen gerade mal 320 drauf, also letztes Mal. Also, laut Adam Riese, 8 Scheiben, 8 Scheiben. Richtig. Ja. 320 plus 60 sind 380. Übrigens, die Leute, die mich gefragt haben und mir geschrieben haben, dass die Techno-Gym-Geräte oder so leicht gehen, das sind keine Techno-Gym-Geräte, das sind Sterling. Ich glaube, die Schulterpresse und die ist nicht so einfach wie die vom Techno-Gym, weil andere geschrieben haben, boah, da mache ich viel mehr als du. Dann kommt mal ins Studio und zeigt mir das mal, wie ihr da 120 pro Seite wegballert. So mal die Besten, die dann einfach schreiben so, oh, da bewege ich mehr Gewicht. Ja, Digga, herzlichen Glückwunsch. Wenn mein fetter Bauch nicht im Weg wäre, stehen würde, Can stand to the tallest of giants, the tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm frying it. Ain't never lacking the soul, what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like a flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. 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 I'ma get it.
I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's fake, this in the reps, ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the tee. And he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Run from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth ain't no trolling. We in good hands, no folding. 14, ne? Anders, glaube ich. Puh. Aber der 13. dachte ich schon, ich kacke ab. Vielleicht für die Leute, die auch so einen Hackenschmidt haben, wenn die Füße richtig weit vorne positioniert, ist das Schwanz, braucht ihr gar nicht zu machen. Klar trifft ihr damit auch die Beine irgendwo, aber achtet immer, dass die Füße schön weit hinten bleiben, wenn ihr keine Schmerzen habt. Wenn ihr Schmerzen habt, dann immer einen Tick nach vorne, eventuell die Knie, die Füße leicht nach außen drehen. Bis ihr halt keine Schmerzen mehr habt an dem Punkt. Aber nicht prophylaktisch erstmal Füße nach vorne stellen. Keine Flexion im Knie. Die Hüfte nach hinten gedrückt und dann denkt ihr, ihr könnt hier 400 Kilo beugen. Dann filmt ihr das für Instagram und schreibt Hashtag 400 Kilo Just a Warm-Up rein. Stark, Leute. Nicht nur YouPorn, auch mal auf YouTube Übungsausführungen angucken. Ich weiß gar nicht, wie Leute vordere Beine und hintere Beine zusammen trainieren können. Also noch zusätzlich, außer jetzt meine zweite Übung, sitzend curlen, sondern jetzt noch gestrecktes Kreuzheben, liegend, Beuger. Ich bin schon so im Arsch, dass ich merke, dass ich so ein innerliches Zittern habe in den Beinen, über wo ich mich anlehne. Boah. Ich muss dazu sagen, dass der Körper natürlich auch ziemlich im Eimer ist von der Diät. Das ist jetzt gerade erst der zweite Beintag ist nach dem Wettkampf. Damit der Wassergeschichte im Körper schon Wasser gezogen, Blutdruck zu hoch, Puls zu hoch. Aber auch länger zum Durchatmen. Da muss ich nur zwischendurch labern. Ich habe das Gefühl, dass ich heute geschlauchter bin als am Montag. Ich glaube, Montag habe ich mehr geredet und war ein bisschen besser drauf. Aber meine Kalorien wurden ja auch gleich gelassen, niedrig gelassen und mein Cardio wurde angehoben. Also bin ich wieder wie im Kopf, wie in der Vorbereitung. Sache, die ich dahin ansprechen wollte, wegen dem Essen. Viele Leute fragen dann so, boah Mike, ich habe in der Peak Week noch so ein, nach der Peak Week, also nach dem Wettkampf, sorry, in der Reverse Diet, so ein Food-Fokus, ich habe Bock zu fressen und sowas. Mach das nicht, das macht alles negativ. Wahllos irgendwas reinzuhauen. Nehmt euch, Alter, lieber 50 Gramm Haferflocken mehr oder 30 Gramm Haferflocken mehr. Oder mal eine Banane oder einen Apfel oder eine halbe Banane oder sowas. Oder schön rein für den Schädel. Wenn du 10 Gramm Fett vorm Training hast oder am Abend,
dann nimm dir 10 Gramm mehr Erdnussmus. Dann hast du auch so ein kleines Glücksgefühl, sind nur 5 Gramm mehr Fett. Also wenn du irgendwie zu Burger King, zu McDonald's oder irgendeinem anderen Scheißladen fährst, dich da voll haust, deinem Körper Kack antust mit dem ganzen Natrium, ganzen scheiß Chemikalien da drinne. Selbst wenn du einen halben Beutel Reis mehr frisst, was du es einfach brauchst für einen Schädel, dann ist das nicht schlimm. Mache ich genauso. Habe ich mal 50 Gramm Ananas mehr genommen, sind 6 Kohlenhydrate. Oder anstatt 100 Gramm Himbeeren habe ich halt 200 genommen, sind 6 Kohlenhydrate mehr. Anstatt Pre-Workout 10 Gramm Fett nehme ich manchmal. Anstatt 20 Mandelmus nehme ich dann 25 Mandelmus, habe ich 12,5 Gramm Fett. Aber rein für einen Schädel reicht das schon meistens. Später hast du eh keinen Bock mehr drauf. Hauptsache nicht ein Kilo Ben & Jerry's und Dönerbude, weil dann ist alles kacke. Ich kann gleich an die Multipresse gehen und da die Split Squat machen. Der macht dann gerade so schön sauber, kann ich schon wieder einsauen alles. Ich muss schon mal reservieren, wa? Over. Hier gibt es lächerliche Gewichte. Letztes Mal eine 15er links, eine 15er rechts, also 40 Kilo. 10 mal links, 10 mal rechts. 10 mal links, 10 mal rechts und dann fertig. Ich bin noch Neuling, weil ich erst seit letzter Woche damit angefangen habe. Ich habe es vorhin mit Kurzhanteln gemacht, aber es hat mich mega abgefuckt, hatte ich keinen Bock mehr drauf. So wenig Gewicht erst, bumst einen aber so weg. Vor allem mit dem Knie mal über die Zehenspitzen gehst. Aber auch hier muss ich ein bisschen meine Technik verbessern, merke ich. Aber es kommt. Und eine Dose 3D-Pump, nein, hier in der leeren Dose 3D-Pump ist Panzerschnecke drin. Sehr geil. Da mische ich dann nachher mein Post-Workout-Shake nicht. Topping an. Und schaut euch das an hier. Reispudding mit Banane, Birne und getrockneten Erdbeeren. Damit das Volumen nicht so hoch ist vom Essen her, habe ich halt viele Früchte drin, einfach Zucker. Noch Erdbeeren, getrocknete, die haben halt viel Zucker, damit ich halt nicht so viel Reis auf einmal habe, wie das mein Magen ja entlastet wird, nicht immer so vollgeballert ist. So, ich hole mir jetzt was zu trinken noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt, gerne abonnieren, kommentieren, liken, haten, was auch immer, scheißegal. Code Mike bei HPN. Danke für die tolle Unterstützung für alle, die dort mit meinem Code bestellen und wollen, dass die Reise weiter nach vorne geht, die mich damit supporten. Das zählt. Das ist wichtiger als jede Platzierung und sonst irgendwas. Denn mit den Supportern wachse ich genauso.
kann ich noch mehr Gas geben, bin unabhängiger von dem ganzen Scheiß und kann wieder German Bodybuilding proud again machen. Great again. Das verspreche ich euch. Falls euch das Video gefallen hat, auch noch ein Shoutout an den lieben Michi, Micha. Auch nochmal verlinkt unten, anfangs zwischen noch ein Banner eingeblendet. Schütte Media, Umkreis Bremen, Minden, wo auch immer. Wenn ihr mehr Kohle zahlt, kommt ihr bestimmt auch nach Bayern zu euch. Runtergeflogen im Privatheli. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Video.